Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Fact-Video. Doch zunächst möchte ich noch etwas loswerden. Ich möchte mich in aller Form bei allen Zuschauern und Abonnenten bedanken, die freiwillig oder gezwungenermaßen meine Videos ansehen. Danke an alle, die meinen Kanal durch Verlinkung, Kommentare oder Bewertung unterstützt haben. Ihr seid echt klasse und das meine ich wirklich so. Als ich auf YouTube anfing, wollte ich eigentlich nur ein paar Videos für meine Freunde hochladen. Daraus ist dann die Idee entstanden, den Geekweek German Kanal zu starten. Jetzt, nur ein paar Monate später, haben meine langweiligen Computer-Tutorials fast schon 60.000 Menschen gesehen. Meine Abonnentenzahl steigt täglich, manchmal sogar zweistellig, auf nunmehr fast 300. Bis zu 1000 Leute schauen sich täglich meine Videos an. Im Schnitt circa 500 jeden Tag. Ich kann dafür nur allen Dank sagen. So, kommen wir zu den häufig gestellten Fragen. Es sind 10 Stück, wobei die Nummerierung keine Reihenfolge darstellen soll. Frage Nummer 1. Wo kommt eigentlich dein Wallpaper her? Das werde ich wirklich unglaublich oft gefragt. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie man Wallpaper von Microsoft runterladen kann. Da gibt es ein Video in der Playlist Pimp Your Desktop, die ich eigentlich extra für diese Fragen erstellt habe. Da müsstet ihr eigentlich alle Wallpaper von mir finden. Den einen oder anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung mehr, wo ich den her habe. Frage Nummer 2. Wo hast du deinen Startmenü-Button her? Wie kann ich ihn verändern? Das funktioniert mit dem Programm StartOrb-Changer. Auch das Video darüber ist in der Playlist Pimp Your Desktop zu finden. Woher hast du diese zusätzlichen Anzeigen auf deinem Desktop? CPU-Auslastung, RAM-Speicherbelastung. Das ist ein Programm, das nennt sich Rainmeter. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ihr wisst schon, wo ihr das finden könnt. Frage Nummer 4. Was ist das für eine Leiste mit Programmsymbolen am unteren Bildschirmrand? Ich verwende das Programm RocketDock, um mir eine Art Schnellstartleiste am unteren Bildschirmrand für meine häufigst benutzten Programme anzulegen. Sucht einfach unter RocketDock wie die Rakete RocketDock. Das findet ihr auch im Pimp Your Desktop Ordner oder in der Playlist, besser gesagt. Frage Nummer 5. Kannst du ein Video zu Produkt XYZ machen? Grundsätzlich nein. Ganz einfach aus dem Grund, ich muss ja das Produkt erstmal besitzen, um ein Video darüber machen zu können. Und mir jetzt für ein Video auf YouTube extra einen Drucker, ein Handy oder sonst was zu kaufen, dazu habe ich das Geld nicht und das gibt für mich keinen Sinn. Es gibt Leute, die haben das Produkt, die machen darüber Videos, die tauschen ihre Erfahrungen in diversen Foren aus. Da kann man auch einfach mal reingucken. Bisschen Google-Suche hilft da schon. Außerdem gibt es bei Produkttests noch das Problem, viele Kanäle auf YouTube bekommen Produkte zur Verfügung gestellt, um ein natürlich positives Video darüber zu machen. Ich möchte mir meine Meinung erhalten und mir nicht diktieren lassen. Und wenn ich mir ein Produkt kaufe, darüber ein Video mache, habe ich es mir selbst gekauft, ich habe es selbst probiert, ich habe es getestet und dann kann es auch passieren, dass ich sage, das Ding würde ich mir nie wieder kaufen, das war totaler Schrott. Und deswegen mache ich nicht so gerne Produktvideos oder nicht so viele, weil ich nur das vorstelle, was ich mir auch wirklich kaufe und was ich brauche und was ich benutze. Es wird in nächster Zeit ein paar geben, ich habe dann noch ein paar auf der Festplatte, allerdings nicht so sehr viele. Ich finde, diese Videos, diese Produktvorstellungen auf YouTube haben oft sowas von diesen Dauerwerbesendungen auf irgendwelchen Fernsehkanälen. Ich halte da nicht so viel davon, ganz ehrlich. Nächste Frage. Frage Nummer 6. Kannst du ein Video machen, wie ich Programm, Schrägstrich, Spiel, XYZ zum Laufen bekomme? Grundsätzlich gilt da dasselbe wie bei den Produkten. Manche Programme benutze ich selbst, da kann ich mal einen Tipp abgeben. Anlaufstation Nummer 1 sollte bei einem gekauften Produkt einfach der Support sein oder die Webpage des Anbieters. Da findet man meistens sehr schnell was. Häufiger ist es ja auch so, dass andere auch dasselbe Problem haben. Ich gebe mir Mühe, eine Frage zu einem Programm oder so zu beantworten nach meinem Wissen, aber ich setze mich da nicht stundenlang hin und suche eine Lösung, die ein anderer auch direkt finden würde, wenn er ein bisschen Google quält. Kommen wir zum Teil 2 der Frage. Hab's mir gerade aus dem Internet runtergeladen und der Crack funktioniert nicht. Das ist auch so eine Frage, die mir häufiger unterkommt.
Grundsätzlich, ich mache auf meinem Kanal nichts Illegales und ich zeige auch nichts Illegales. Ich zeige auch nicht, wie ihr irgendwelche Handys crackt, damit ihr Anwendungen, die eigentlich was kosten, auf eurem Handy installieren könnt und so weiter. Wer das wirklich wissen will, der findet das auch so raus, der braucht dazu von mir kein Video. Hey, wieso hast du nur so wenig Abonnenten? Eigentlich ist es mir egal, wie viele Abonnenten ich habe. Hauptsache, deine Mutter hat mich abonniert. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, es liegt daran, dass ich zunächst einfach nur Videos gemacht habe. Ich habe mir ein Thema rausgesucht, ich habe ein Video darüber gemacht, ich habe es hochgeladen. Ich habe es versäumt am Anfang, als ich mit dem Kanal anfing, die Interaktion mit der Community zu suchen. Ich habe mein Video nicht beworben, ich habe nicht so viele Kommentare geschrieben und so weiter. Das hat einfach dafür gesorgt, dass ich zwar immer Videos hochgeladen hatte, aber die außer ein paar Aufrufen eigentlich nichts weiter hatten. Ich habe erst mehr Abonnenten bekommen, als ich Kommentare geschrieben habe, als ich Leute angeschrieben habe und so weiter. Das hilft. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Die Frage kommt übrigens unglaublich häufig. Ich weiß nicht warum. Frage Nummer 8. Ich habe dich abonniert. Kannst du mich auch abonnieren? Grundsätzlich schaue ich mir wirklich jeden Kanal an, der mich abonniert hat. Ich schreibe auch jedem immer ein kleines Dankeschön. Danke, dass du meinen Kanal abonniert hast. Danke für dein Abo. Ich sehe euren Kanal. Wenn der mir gefällt und ich abonniere eigentlich relativ häufig Kanäle von Abonnenten von mir, aber nur aus einem Grund. Mir gefällt, was sie auf dem Kanal anbieten. Und das ist auch schon alles. Ich halt nichts von Abo für Abo und Box für Box und keine Ahnung was. Ich finde das eher nervig. Es bringt auch niemand was, wenn ich jetzt einen Abonnenten mehr habe, der meine Videos eben nicht angucken will. Ich sehe bei manchen Kanälen, die haben 10%, 20% Abonnenten aus irgendwelchen anderen Ländern, die die Videos nicht mal verstehen. Was soll das Ganze bringen? Ziemlich unsinnig. Gehen wir mal weiter. Frage 9. Machst du auch hier Programmiersprache einfügen Videos? Zu den Programmiersprachen möchte ich Folgendes sagen. Ich habe vor, diverse Programmiersprachen-Tutorials zu machen in Zukunft. Ich habe mich mit diversen Leuten unterhalten, wie man das am besten machen könnte. Ich will nicht irgendein Hello World-Programm schreiben und dann sagen, so, da habt ihr es, hier ist euer Tutorial. Ich möchte das ein bisschen anders angehen. Im Prinzip jeder gute Programmierer sagt dir Folgendes. Die Programmiersprache ist eigentlich egal. Es kommt auf den Algorithmus an, auf den Ablaufplan von dem Programm. Wenn du den entwickelt hast, musst du ihn nur in eine andere Sprache übersetzen. Und genau das ist eigentlich die Schwierigkeit beim Programmieren. Überhaupt das Programm aufzustellen, also die Folge von Befehlen richtig festzulegen. Im Endeffekt sind die Befehle von allen Programmiersprachen gleich, also fast gleich. Es gibt da keine so großen Unterschiede, das ist immer nur der Syntax. Also die Schreibweise ist anders. Ich werde demnächst da was bringen. Seid gespannt. Meine Lieblingsfrage. Ich weiß nicht, wie auch nur irgendjemand auf die Idee kommen könnte. Machst du mal ein Minecraft-Let's Play? Definitiv nein. Es gibt so verdammt viele Let's Player auf YouTube, die den ganzen Tag Minecraft aufnehmen und auf YouTube hochladen. Ich fühle mich genervt von den ganzen Minecraft-Videos, zum Teil auch von den ganzen Let's Play-Videos, weil es einfach zu viel wird. Manche können das wirklich gut und da ist das witzig, sich das anzusehen. Andere machen es einfach und spielen einfach. Wenn ich was spielen will, dann spiele ich selbst, dann gucke ich nicht anderen beim Spielen zu. Ich habe mir mal überlegt, über alte, wirklich alte Classic Games ein Let's Play zu machen. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal tun, aber dann auch nicht auf diesem Kanal. Dazu werde ich dann einen extra Kanal aufmachen. Das war auch schon die letzte häufig gestellte Frage. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Wenn euch noch was auf der Seele brennt, kein Problem, ihr könnt das gerne unter dieses Video posten oder auf meinen Kanal. Schickt mir eine E-Mail, schreibt es bei Formspring, bei Facebook, bei Twitter, völlig egal.
diverse Kontaktmöglichkeiten habt ihr auf meinem Kanal. Was möchte ich jetzt noch tun? Einen kleinen Ausblick geben, was ich in Zukunft vorhatte. Ich hatte ja jetzt schon angeschnitten, dass ich ein paar Programmiersprachen-Tutorials machen will. Das wird im Prinzip ein allgemeines Grundlagen der Programmierung-Tutorial sein. Das wird ein paar Folgen haben. Dann werde ich mit C-Programmierung anfangen. C++ und C-Sharp sind dann eigentlich auch relativ einfach. Ich denke, ich werde erstmal C und C++ machen. Eventuell irgendwann mal Java, wobei ich, wenn ich die Vorarbeit geleistet habe, da eigentlich nur noch den Syntax erklären muss. Das ist ja das Ziel von meiner Programmiersprachen, Grundlagen, Video-Gedöns-Sache da. Und ja, dasselbe habe ich auch noch vor für Webdesign. Da kenne ich mich eigentlich sogar noch ein bisschen besser aus. Da möchte ich modernes Webdesign vorstellen. XHTML und CSS, dann JavaScript, PHP und MySQL, angeschnitten zumindest. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich möchte eine Seite zu Testzwecken erstellen, die ich auf meinen Webspace hochlade, die sich dann nach jedem Tutorial verändert. Also ich werde erst mit HTML anfangen, werde dann also XHTML, werde dann mit CSS arbeiten und werde das dann immer so ausbauen, dass man wirklich sehen kann, was sich verändert hat, was ich gemacht habe. Dass sich das jeder immer anschauen kann. Das halte ich persönlich für das Cleverste. Ich werde dann auch jeweils den Code immer online stellen, so dass ihr euch das kopieren könnt, wenn ihr da was braucht. Ansonsten, was habe ich noch vor? Lass mich mal überlegen. Ich werde noch eine Menge Videos fertig machen, die ich schon irgendwann mal angefangen habe zu filmen und die einfach noch so ein Finish oder einen Schnitt brauchen. Das werden einige Produkttests sein. Ich habe mir angewöhnt, alles, was ich mir so kaufe, einen kleinen Produkttest zu machen. Außerdem habe ich noch ein Blender-Tutorial vor, also so ein paar 3D-Animationen. Ich habe mir da ein paar sehr schöne Sachen zusammengetragen. Ansonsten habe ich jetzt gerade noch keine Pläne weiter, aber das ist ja auch schon eine ganze Menge. Es werden weiter Windows-Videos kommen, es werden weiter Linux-Videos kommen. Ursprünglich hatte ich den Kanal so ausgelegt, dass auch ich wollte mehr Home-Entertainment-Videos machen. Ich habe auch zu Hause ein Mediasender PC und ein kleines Heimkino und ja, ich wollte da einfach mehr zeigen, was man da machen kann. Ich wollte auch mehr praktische Sachen machen, also wirklich Videos, wie man sich irgendwas bauen kann oder so. Da möchte ich jetzt zu dieser Grundidee vom Kanal möchte ich jetzt auch noch mal öfter zurückkommen. Ich habe da auch schon ein paar Sachen angefangen, das hat sich noch nie ergeben, dass ich da mal ein richtig schönes Video drüber machen kann. Das möchte ich aber auf jeden Fall häufiger machen. Ansonsten war es das mit dem Ausblick für die Zukunft. Ich habe jetzt vor, noch ein zweites Video zu drehen, direkt im Anschluss. Da möchte ich ein paar Tipps geben für andere YouTuber, wie sie ein bisschen mehr Erfolg auf YouTube haben. Ich habe das auch erst lernen müssen oder habe gemerkt, was gebracht hat und was eben nicht. Ich mache das nur aus einem Grund in ein anderes Video. Die Tipps würde einfach in dem Fake-Video niemand finden. Deshalb mache ich das extra nochmal in einem Video, wo ich ein bisschen Anleitung geben möchte, auch ein paar Sachen sagen zur Netiquette. Und ja, ich danke euch, dass ihr mein Gelaber so lange ertragen habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt mir gewogen. Tschüss.